Aktionen in Feuerbereitschaft. Feindkontakt voraus. Geschütze einsatzbereit machen. Raketen aufgeschaltet. Übernehmen die Führung. An alle Schiffe neu formieren. Gegner aufgeschaltet, Captain. Stürzt ab. Bleiben drei Verbündete. Unser Feindkontakt voraus. Torpedos werden abgefeuert. Neustart abgeschlossen. Alle Silos laden nach, Captain. Hi, Captain. Wird aktiviert. Torpedos haben Ziel erfasst. Aufgeschaltet. Torpedo unterwegs.
Ein Schiff verloren, Captain. Nur zwei übrig. Kritische Systemfehler. Wir verlieren sie. Alle Schiffe, Feindkontakt bestätigt. Neu formieren, wiederhole. Neu formieren. Wir könnten wirklich Ihre Hilfe gebrauchen, Captain. Kontakt geoutet. Haben das Ziel erfasst. Torpedo unterwegs. Übertaktet. Torpedo abgefeuert.
werden nachketten. Entdeckt. Position wird übermittelt. Benötigen Feuerunterstützung. Volle Energie auf die Manöverdüsen. Raketen aufgefahren. Alle Waffen übertaktet. Wurde aufgeschaltet. Zielerfassung bestätigt. Kontakt eliminiert. Noch ein Hilfskreuzer ausgeschaltet. Wird gemacht. Ziel im Visier. Ei, alle Positionen geleert. Feindliche Rakete im Anflug erzielt. Mehrere Treffer. Reparaturdienste im Einsatz. Feindliche Sprengköpfe haben unsere Position erfasst. Volle Energie auf die Manöverdüsen. Gegner aufgeschaltet, Captain. Wir wurden
Kontrolle einleiten. Feindliche Rakete im Anflug. Raketen im Anflug, Captain. Jagen wir diesen Schrotthaufen in die Luft. Willkommen zurück, Captain. So, jetzt sind wir zurück wieder in der Base nach dem Sieg. Aber ist das schon mal gut. Haben schon mal ein paar Erfahrungspunkte gekriegt, sind anscheinend auch im Level gestiegen. Ich würde sagen, machen wir dann nochmal ein Spiel, wa? Und dann gehen wir nochmal ins Versus rein. Oder mal Team Deathmatch mal und probieren das mal aus. Kontakt geortet. Raketen aufgeschaltet. Auf Ihren Befehl, Captain. Torpedo abgefeuert. Torpedos werden abgefeuert.
erfasst. Sekunde, müssen erst die Torpedorohre nachladen. Raketen aufgeschaltet. Objektiv ist Torpedo unterwegs. Raketen aufgeschaltet. Feindkontakt bestätigt. Aufgeschaltet. Übertaktet. Wir haben die Oberhand. Torpedos werden abgefeuert. Hohe Schäden auf mehreren Deckketten. Alle Waffen übertaktet. Das war's. Gegner zerstört. Zerstörer wurde geschrottet, Captain. Gegner aufgeschaltet, Captain.
eingeschaltet. Volle Energie auf die Manöverdüsen. Wir haben das Ziel erfasst. Torpedos werden abgefeuert. Wir sind Ihnen überlegen, Captain. Raketen aufgeschaltet. Auf Ihr Befehl, Captain. Also zwei Modi im Versus-Modus sind echt ein bisschen wenig. Wie das dann mit den Schiffen läuft. Mit der Währung. Ach, es wird dann ab Level freigeschaltet. Okay. Oh, anscheinend kann man die auch noch aufrüsten. Mit Schiffsaufrüstungspunkte. Die haben wir nur leider nicht. Oder? Doch. Flakgeschütz verbessert. Kaufen. Geld haben wir auch. Wunderbar. Da oben steht's, glaube ich, wie viele Punkte wir haben. Naja, dann rüsten wir jetzt hier mal freiweg auf. So, jetzt müssten wir nochmal spielen, um das Ganze uns zu kaufen. Aber wir haben das Schiffchen schon mal etwas aufgerüstet. Würde ich sagen, jetzt wo wir es aufgerüstet haben, gehen wir nochmal in den Spiel rein. Versus hatte ja nur die zwei Modi, was hat Coop gegen KI? Nur Havoc? Ist das die Map oder was? Dann Training, Training und Einführung, hatten wir ja beides. Also ist noch nicht viel bei der Beta-Version vorhanden. Dann gucken wir mal hier rein, das ist das Einzige, was wir bis jetzt noch nicht hatten. Einsatzbereit machen.
durch, Captain. Schalten wir raus. Alle Fahrzeuge übertaktet. Feindliche Sprengköpfe haben unsere Position erfasst. Aktiviert. Feindliche Artilleriekreuzer vernichtet. Entladungstorpedos haben Ziel aufgeschaltet. Entladungstorpedo auf dem Weg. Achso, das nenne ich echt meinen interessanten Modus. Mit jeder EP, die man über die Levels erreicht hat, über die Wellen, dass man sich da aufleveln kann, das ist schon mal echt eine interessante Idee. Und für jede Welle kann sich dann auch wiederum die Voraussetzungen ändern. Das ist echt keine schlechte Idee. Das muss man auf jeden Fall sagen. So, ich befürchte, dann haben wir jetzt soweit erstmal alles gesehen, so wie es aussieht. Und ja, dann würde ich erstmal sagen, ich hoffe, ihr habt einen einigermaßen guten Einblick gekriegt.
An sich ist es schon mal nicht schlecht, es fetzt schon, aber es sind halt noch nicht allzu viele Inhalte vorhanden. Und ja, da müssten wir mal gucken, wie sich das noch alles so verändert, was da noch alles hinzukommt, wie es weitergeht. Ja, und dann mal schauen. Und in diesem Sinne würde ich dann erstmal sagen, bis denn dann.